Hallo, liebe Tennis-Traveler. Ich stehe hier auf dem Platz im Robinson Club Cala Serena und habe heute jemanden ganz Besonderen eigentlich hier. Danke, Susanne. Das ganz Besondere ist schon wieder Genau. Gewinn des Tages. Aber du stehst ja nicht irgendwo, du stehst auf einem Center Court. Und zwar sind das die einzigen blauen Plätze, die Robinson hat. Ähnlich wie bei den US Open. Frisch eingesandet heute. Man riecht es auch. Frischer Sand. Hat echt Spaß, heute schon zu spielen hier. Genau. Bevor wir jetzt hier zu den Tennismöglichkeiten und so weiter kommen, stell dich doch mal kurz vor, Toni, weil wenn ich sage jemand Besonderen, dann sage ich das jetzt nicht so ganz ohne. Erzähl mal ein bisschen was, also gerade was du jetzt bei Robinson derzeit machst, gemacht hast und was du so zum Beispiel auf diversen Gondeln und bei Wetten, dass und so weiter schon gemacht hast. Ja, vielleicht können wir es so überspannen. Robinson, die Familie Seusal, das heißt mein Bruder Erkan und meine Wenigkeit, wir sind seit über 20 Jahren mit Robinson verschwägert. Wir haben tatsächlich alles rund um das Thema Tennis und Tennisplätze erlebt bei Robinson. Auch die Clubs, die es leider nicht mehr gibt, die waren auch schön. Ja, zum Thema verrückte Sachen. Ja, wir wollten ja Tennis einfach mal wieder neu ja, formatieren. Tennis is possible everywhere, ne? Und back to the roots, das zweite Thema. So haben wir verschiedene Weltrekorde, unter anderem die Tennisgeschichte, die man von uns kennt, bei Wetten, dass, Thomas Gottschalk, aber auch aktuell vor circa 8 Wochen auf den zwei Gondeln in über 3000 Meter Höhe von Gondel zu Gondel mit meinem verrückten Bruder Erkan, der nie die Finger von der Gefahr lassen kann. Ja? Aber so entstehen tolle Bilder und wir schicken diese Bilder in die Welt und sagen der Welt: Guck mal hier, wer Tennis kompliziert sieht, stimmt nicht. Tennis is possible everywhere. Und für jeden gesunden Körper gehört auch Tennis dazu. Ihr habt uns ja gestern Abend auch schon verraten, es stehen auch noch diverse andere Aktivitäten an. Da sind wir also wirklich gespannt und werden es verfolgen. Du bist jetzt hier der Tennis-Base-Leiter, recht neu eigentlich, ne? Genau, ich bin der Pächter dieser Anlage als Unternehmer. Ich sage mal, unseres Flaggschiffs hier mit Randia Playa ist diese Anlage mit Sicherheit das Flaggschiff. Und mache das seit 1.11. wieder für Robinson nach kurzer Pause. Und ich hoffe, die nächsten 100 Jahre, so wahr Gott will. Ihr habt ja jetzt hier insgesamt 12 Plätze, Richtig, ja. Quarzsandplätze, davon, was eigentlich wirklich außergewöhnlich ist, 2 überdacht. Richtig. Habt ihr auch das ganze Jahr hier geöffnet? Das heißt, der Tennisspieler kann auch mal im Winter, wenn es vielleicht ein bisschen kühler oder ein bisschen nieselig ist oder so, bei euch trotzdem trainieren. 100% richtig so. Erzähl ein bisschen was, was jetzt euer Tennistrainingsangebot, bevor wir zur Philosophie kommen, Ja. da wollen wir nachher noch speziell drüber reden, aber was erwartet jetzt den Tennis-Traveler hier, wenn er aufschlägt? Also wir haben gestern mal ganz kurz drüber gesprochen mit zwei. Wir werden die einzige Tennisschule sein, die das ganze Jahr über eine sogenannte Tennis-Aktivwoche anbietet. Das heißt, wir haben permanent Camps. Dank der 2 Hallenplätze, die wir haben, also auch kein Abbruch. Wenn schlechtes Wetter ist, gehen wir in die zwei Hallen, ob Dezember, Januar oder Februar. Und so haben wir für unsere Kunden für Drop-in. Das heißt, man muss sich nicht einmal anmelden. Wer da ist und sagt, ich würde gerne bei der sogenannten Tennis-Aktivwoche mitmachen, und startet in einem Camp-Verfahren. Nur wir wollen das Wort Camp nicht mehr hernehmen, weil es überall gebraucht wird und manchmal auch missbraucht wird. Deswegen, die Tennis-Aktivwoche baut darauf auf. Und das können die Gäste hier haben. Wir werden viele Turniere spielen. Demnächst vielleicht sogar mit vielen LK-Turnieren. Da haben wir ja einen bekannten Kontakt von dir bekommen. Vielen Dank. Mal gucken, wo die Richtung hingeht. Das soll auf jeden Fall noch mehr und noch mehr Tennis, auch Tennis professionell, Breitensport werden. Schön. Eure Tennisphilosophie oder eure Trainingsphilosophie ist ja auch besonders speziell. Erzählt uns da ein bisschen was drüber. Also, was ist euch eigentlich, wenn jetzt hier der Tennisgast kommt? Ihr habt ja hier auch vom wirklich Anfänger, egal ob es ein Kind ist, ob es ein Senior ist, bis auch hin zu sehr, sehr guten Tennisspielern. Also, ihr habt wirklich auch die komplette Bandbreite. Aber was ist für euch, egal welche Spielstärke, für euch so das Wichtigste, wenn ihr die Leute trainiert? Also vielleicht kann man nah gesund ansetzen, dass wir sagen, wir holen die Leute exakt da, wo sie sind. Und wir bauen da nicht auf,
nach einem Schablonenverfahren, dass man sagt, der Tennislehrer hat sein Know-how und das gibt er weiter, weil viele unserer Schüler können nichts mit dem Know-how anfangen, weil es in Fachdeutsch ist. So holen wir die Leute da ab, was sie körperlich auch mitbringen. Ja. Das heißt, wenn ich, ich als Ringer-Typ, ja, körperlich gefühlt, habe gewisse Bewegungen, die sind in meiner Wohlfühlzone, die kann ich besser, obwohl sie vielleicht nicht im Lehrbuch so sind, aber bin damit erfolgreicher. Wie ein Thomas Muster, der untypisch gespielt hat, oder ein Jim Courier, der Baseball-Tennis gespielt hat, war Nummer 1 der Welt. Ja. So haben wir gesagt, wir holen unsere Schüler da ab, wo sie sind. Du selbst warst ja auch ein recht erfolgreicher Tennisspieler. Wir haben natürlich die Familie Solser, wir sind 5 Brüder. Wir haben alle mal richtig viel Tennis gespielt, gerade zur wilden Jugendzeit. Internationale, nationale Turniere, überall, wo wir mitspielen durften. Für die Nationalmannschaft der Türkei gespielt, weil wir beide Pässe früher hatten. Ja. Letztendlich haben wir uns aber alle dafür entschieden, weil der Vater hat die Tennisschule schon immer gehabt, dass wir zurückgehen nach dem Studium zum Tennis und da fühlen wir uns am wohlsten. Das ist unser Profession, zu sagen, wir transportieren als Lehrer philosophisch manchmal auch das Thema Tennis und interpretieren es mit On-Court und Off-Court. Ja, wir wollen nicht nur die Sachen abspielen, sondern wir wollen, dass der Gast auch nachher noch den ganzen Tag hier verweilt, weil die Musik läuft, die Lounge ist gebaut. Ja. Es gibt das sogenannte 6 Grad Sunset bei mir, das ist der ursprünglich vor 7 Jahren und über 270.000 Menschen waren Besucher dort. Das ist das 6 Grad kalte Bier aus einer Dose früher noch, weil die Dose ist das Zeitalter der 80er Jahre, wie früher die Cola, die wir weggeschnippt haben. Ja. Und das erinnert uns an diese schöne Zeit, Atmosphäre der 80er, Know-how von heute. Okay, so das miteinander zu verbinden und einfach so ein bisschen was einzigartig. Wollen die Menschen zusammenbringen, ist, das ist das A und O. Für mich ist, für meinen Bruder, für mich ist das große Ziel, schaffe eine volle Bäckerei. Ja? Manchmal sich als Trainer vielleicht sogar ein Stück weit nach hinten stellen. Es geht nicht immer darum, eine Trainerstunde abzuverkaufen, um Gottes Willen. Uns geht es erstmal darum, wenn jemand auf diese Anlage kommt, eine volle Anlage zu sehen. Ja, auch zu Zeiten wie jetzt im November, gestern war die Anlage voll, zum Beispiel, mitten im November, obwohl das nicht so geplant war. Weil die Leute reden miteinander, wir verkuppeln sie. Und sagen, okay, Spielstärken, Gentleman Agreement, wir haben ein paar neue Worte mit reingebracht. Wir sagen nicht mehr nein, sondern nur ja, die Leute spielen miteinander. Und das ist die beste Werbung. Und daraus resultierend lernen die Leute uns kennen und haben vielleicht ein gutes Gefühl auch mit uns und sagen, nee, bei den Jungs, wir haben nicht nur viel gelesen, sondern auch, wir haben sie jetzt live erlebt und bei denen hätte ich gerne Unterricht. Das ist auch das drin, was draufsteht. Genau, schön. Ja, ihr habt hier auch mit der Sportsbar hier oben, das ist wirklich, wirklich schön für einen Tennisspieler, ja, da kannst du einfach schön den Tag verbringen, genau. Das ist das Erste, wo die Leute drauffallen, ne? Die kommen rein und sehen, statt einer Kammer, eine Sportsbar und die Tribüne, die Arena hier vorne. Und das gibt einen schon so als Tennisspieler das Gefühl, boah, ich bin richtig hier. Ja, verschiedene Belege, Hallen, das gesamte Paket. Ja. Toni, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Danke auch. Ich wünsche dir einen guten Start hier. Ich bin davon überzeugt, dass das gut wird. Und euch Tennis-Traveler, wenn ihr hier im Club auf Mallorca seid, dann auf alle Fälle den Tennisplatz besuchen, auch wenn ihr vielleicht noch ein Tennis gespielt habt. Das wird so oder so ein Erlebnis hier, glaube ich. Und wer will, kann auch abends spielen. Wir haben ja absolut nicht mehr da. Ja, genau, genau. Unsere Anlage ist im warmen Sommer sicher sehr nachgefragt, würde ich mal sagen. Okay, also ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank, liebe Susanne. Und wie du schon sagst, Tennis-Traveler, viel Spaß beim Traveln. Genau. Die Kollegen, wahrscheinlich, wo du demnächst hingehst. Du kommst ja auch durch die Welt. Und danke an Susanne, weil dank ihres Portals finden Menschen zusammen. Vielen Dank an deine Initiative. Dankeschön. Also, ciao.